Hier sind 10 schnelle Tipps, mit denen du in puncto Kleidung bereits als Gentleman durchgehen kannst. Nummer 1. Mach deine Kleidung wichtig für dich. Greif nicht in den Schrank, um dir das erstbeste überzustreifen, was dich anguckt, sondern berücksichtige Anlass und Funktionalität. Deine Kleidung muss, ich wiederhole, muss passen. Jeder Modeberater wird dir bestätigen, dass dies der wichtigste Aspekt überhaupt ist. Und da ist es auch egal, wie viel du bezahlt hast. Qualität steht über Quantität. Mit tonnenweise minderwertiger Kleidung schießt du dir am Ende selbst ins Knie, da hochwertige Kleidung meist länger schön bleibt und mehr Wäschen aushält. Relative Schlichtheit schlägt Auffallen um jeden Preis. Das gilt für die Farbwahl, aber auch, sofern vorhanden, für die Aufdrucke auf der Kleidung, genauso wie für die Struktur des Stoffes. Sauber gebügelt, farbecht. Egal wie dein persönlicher Kleidungsstil ausschaut, ein Gentleman tritt niemals öffentlich mit ungepflegter und ausgewaschener Kleidung in Erscheinung. Wertige Detailaspekte, die du punktuell setzt, fallen ins Auge. Auch bei Schmuck, Uhren, Brillen, Einstecktuch, Gürtel und so weiter gilt: Fall nicht mit der Tür ins Haus und setze auf Qualität. Wisse um das verwendete Material deiner Kleidung. Oh Mann, der ist echt wichtig. Baumwolle, Leinen, Echtleder oder Kaschmir ist eben nicht dasselbe wie Polyester, Viskose und Acryl. Befasse dich mit Stilregeln und Etikette. Es zeugt von Klasse und Gereiftheit, sich mit traditionellen Modebräuchen auszukennen. Unterschätze niemals dein Schuhwerk. Ich garantiere dir, dass du bessere Reaktionen bekommst, wenn du ausgelatschte Sneaker mit klassischen Lederschuhen ersetzt. Und Nummer 10. Sei nicht modern, nur um modern zu sein. Die Kleidung eines Gentleman ist eher zeitlos. Und sie überdauert Trends und Modeerscheinungen, ohne dabei langweilig wirken zu müssen.